Jo, hi, hier ist Oliver von Session aus einem unserer Amp-Räume in Frankfurt. Und was habe ich nicht schön aufgebaut für euch? Victory Amps noch ein Löcher. Und heute habe ich euch was ganz Besonderes ausgesucht. Dafür gehe ich mal runter auf die Knie. VC 35 Copper gibt es einmal als Deluxe-Version. Ich habe mir die kleine Lunchbox-Version ausgesucht mit passender Box. Jetzt im Video. Und ich hab mal nachgeschaut, ich habe ein paar Victory-Videos auf unserem Kanal gemacht, ein paar Jahre her. Und ich habe mir gedacht, mach mal wieder ein Victory-Video, weil die Amps einfach so geil sind. Und ich habe in jedem Victory-Video, glaube ich, erzählt von Martin Kidd, einer der nettesten Vertreter seiner Zunft, Brite durch und durch und so sausackhöflich und eine Freude mit ihm zu sprechen. Hab letztens mit ihm länger mal telefoniert und habe gesagt, ey, was ist denn los, was hast du denn für neue Amps und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ey, spiel doch mal den Copper. Ja, und dann habe ich mir gesagt, okay, Copper, was soll das denn sein? Und ich liebe einfach geile Amps. Ich liebe geile Amps, weil ihr habt es ja gemerkt, was gibt es Geileres als einen geilen Amp, eine Gitarre, die geil ist und ein geiler Amp dazu. Das ist natürlich die perfekte Kombination. Ja? Und das ist natürlich eine Verbindung, die immer ganz, ganz wichtig ist. Gerade wenn man auf guten Gitarrensound steht, muss der Amp richtig reagieren auf die Gitarre. Man muss das wiedergeben, was ich von der Gitarre hören will. Und das macht der Copper wirklich in absoluter Präzision und auch in einem Gain-Bereich, den ich sehr, sehr schätze. Ne? Gerade so dieses typische Angezerrte ist natürlich am dynamischsten und passt einfach klasse. Ich gehe mal über die Elemente kurz drüber. Gain hatte ich jetzt relativ weit offen. Es gibt hier einen Bass-Cut, zu dem ich gleich komme. Da gibt es die übliche Dreiband-Klangregelung Bass, Middle, Treble habe ich jetzt eher so alles etwas mittiger gehabt. Dann gibt es einen sehr, sehr geilen Digitalhall, den ich sehr schätze. Ja. So klingt es ohne. So klingt es mit. Das ist natürlich immer dann geil, wenn man zu Hause sitzt und ein bisschen dudelt oder übt und so weiter. Dann ist natürlich die Simulation von so einem Raum einfach Porno. Ja. So fühle ich mich wohl, wenn es einfach ein bisschen mega. Also einfach. Ich meine, da fängt man mal so ein bisschen an, diese Nebengeräusche auf den Seiten, ja, diese Response vom Plektrum, diese Lichtgeschwindigkeit, das ist schon, gerade wenn man so ein bisschen von der digitalen Ecke auch kommt, ne, wenn man so, ich meine, das geht jetzt mal so an alle Camper-User oder XFX-Nerds, das ist so ein riesen, unfassbarer Unterschied, wenn man mal an so einem richtigen Amp hängt, wie schnell das blitzt, ja, wie schnell das funktioniert und diese ganzen Nebengeräusche einfach funktionieren und die Gitarre in einer
Tiefe abbilden, die einfach der Wahnsinn ist. Okay, genug der Lobhudelei. Was habe ich hier alles? Also ich habe einen Basscut und der führt uns was ganz, ganz Wichtiges vor. Denn zum Beispiel, wenn ich das Gain ein bisschen höher drehe, ja, dann wird der Amp insgesamt ein bisschen suppiger. Und es kann dann natürlich sein, dasselbe System habe ich auch bei Marshalls zum Beispiel, da wenn ich das Gain weiter hochdrehe, werden sie fetter. Wenn ich das Gain ein bisschen runterdrehe und den Amp cleaner haben will, werden sie oft zu dünn. Ne? Und genau für den Punkt hat Martin sich hier überlegt, komm, wir machen mal einen Bass Cut schaltbar. Und der bringt mir nämlich die Bässe in dem Moment zurück. Ja? Da sind sie, wenn ich mit niedrigerem Gain unterwegs bin. Zum Beispiel hier. Dann kriege ich diese super geilen Clean Sounds. Wahnsinn. Natürlich hängt es ein bisschen auch am Mastervolumen. Ne? Wenn ich den Amp ein bisschen mehr kitzle, dann klingt er insgesamt volumiger und füllt den Raum mit etwas mehr Lautstärke. Ich bin jetzt sogar auf dem Low-Modus. Ich gehe mal gerne auf den High-Modus. Auf Low habe ich 12 Watt. Das wäre der High-Modus. Und das Geile ist, ihr werdet es gar nicht so sehr daheim hören, weil natürlich die Lautstärke hier intern ein bisschen größer ist, aber er verliert bei dem Low-Modus keine Höhen. Ne, oft ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass so Amps, die auf halber Kraft laufen, so ein bisschen weniger spritze klingen, aber es ist hier überhaupt nicht der Fall. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, im Low-Modus ein bisschen mehr die Endstufe zu kitzeln. Wobei, auch bei ganz kleinem Master, was ich euch gerne mal zeigen kann, klingt der Amp hervorragend. Ja? Wenn ich hier auf eine Zimmerlautstärke gehe, ich bin jetzt hier wirklich auf einer Zimmerlautstärke. Der Peter macht es jetzt im Video natürlich, wird die Lautstärke angeglichen, ja. Wahnsinn, also ich höre meine Gitarre hier, diese wunderbar perfekte Strat lauter gerade als den Amp. So leise habe ich ihn gedreht und trotzdem funktioniert es wirklich ganz, ganz hervorragend. Also wirklich ein Lob an Martin Kidd. Wirklich, also ich bin auch ein Fan von ihm. Ich meine, er hat damals die Cornford-Sachen gemacht. Da spreche ich ihn immer drauf an, ja, und ist auch ein bisschen verlegen. So ist ein ganz, echt ein super, super netter Typ. Müsst ihr mal schauen. Ich habe so ein paar NAMM-Videos mit ihm auch gemacht, wo ich ihn so treffe, wo wir dann immer so ein bisschen über die Neuheiten drüber gehen und so weiter. Ja. Und es gibt wirklich eine ganze Reihe von Victory Amps, die ihr euch mal anschauen könnt. Wir haben natürlich auch jetzt den Copper unter dem Video verlinkt, beziehungsweise auch alle anderen Victory Amps, die wir haben. Es gibt einmal eine Deluxe Series, die ein bisschen größer gebaut ist. Und dann diese kleine Lunchbox Series. Und die finde ich ganz besonders lecker, weil sie ein bisschen preiswerter ist. Und vor allen Dingen einfach so geil organisch klingt. Das ist überhaupt nicht irgendwie chemisch, nerdisch, high-gainig, sondern einfach nur total oldschool. Ja klar, 4 EL84 Röhren lassen so ein bisschen vermuten, dass das so Richtung Vox AC30 geht. Tut's auch vom Sound her. Und gerade wenn ich jetzt mal das Gain so ein bisschen fahre, ja, ich gehe mal dann doch wieder das Erlebnisses zuliebe ein bisschen höher vom Master. Geil ist wirklich an so einem super Röhrenamp, ist, dass die Spieldynamik und das je nachdem, wie stark ich anschlage, ja, habe ich wirklich diese total realistische Response. Und ich kann den Amp auch nicht überschlagen. Das müsst ihr mal versuchen bei so einem Digital
Modeling Amp, wenn ihr einfach zu fest anschlagt, dann kommen ganz komische Artefakte nach oben, die nicht dahin gehören. Mich macht sowas wahnsinnig. In dem Moment, wenn ich aber an sowas hier dranhänge, ist es echt der Superknaller. Ich gehe nochmal auf ohne Bass Cut und da könnt ihr ganz gut nochmal hören, wie die Bässe kommen, beziehungsweise mit Boost hatte ich jetzt auch an. Wenn ich den ausmache, wird der Amp noch cleaner. Ja, Achtung. Das ist der Hammer. Ich einen total geilen, fast schon amerikanischen Sound. So geil. Gerade wenn ich so mit einem Einkanaler zu tun habe, ne, macht es natürlich ganz besonders Spaß, diese ganzen Nuancen sich so ein bisschen zu erdrehen. Ja? Und gerade da spielt natürlich die Sättigung, das Gain eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Denn wenn ich jetzt das Gain übersättige, kriege ich diesen extrem amerikanischen, dicken. Dann der Fall, wenn das Gain so weit aufgedreht ist, dass der Amp sehr, sehr fettet. Ja? Kann auch geil sein. Ja? Ich mag es lieber, wenn ich es ein bisschen rausnehme. Ja? Da wird das sehr, 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 sehr interessant. Vor allem dann, wenn ich die Mitten wieder reinfahre. Hammer, was für geile Mitten. Killer, 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 Killer. Voll, voll geil. Wenn ich jetzt mit Gain nochmal hochgehe. Jetzt kommt der Bass Cut. Ah. Wirklich ewig weiterspielen. Super geile Amp. Ihr müsst mal schauen, wie gesagt, alle Victory Amps, die wir momentan haben, sind unter dem Video verlinkt. Natürlich sind wir auch bei Facebook und Instagram unterwegs und vor allen Dingen mache ich die Videos natürlich für euch und ihr seid natürlich auch für uns da in dem Moment, wo ihr unter die Videos kommentiert oder auch den Kanal abonniert. Uns fehlen noch ein paar Abonnenten, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, irgendwann kommen die 100.000. Mal gucken, welche Party wir dann machen. Das habe ich schon öfter angekündigt. Und wenn ihr immer noch Langeweile habt, dann geht mal auf unsere Session-App. Jo, und wenn ihr dann oben in die Lupe
eingebt Copper, dann kommen natürlich beide Copper-Modelle von Victory. Einmal der Copper Head Deluxe, den habe ich heute nicht im Video, und der kleine VC35 für gerade mal 1350 Euro in den Warenkorb, was ihr wollt. Wenn ihr wollt, auch einfach vorbeikommen und die Amps spielen. Ja, das ist natürlich auch bei uns ein ganz großes Ding. Wir haben Amp-Räume, die immer gut gefüllt sind und wo gerade von Victory auch vieles auch immer vorhanden ist und vor allen Dingen auch geile Gitarren. Also meine Jungs haben ja gesagt, du machst das Video ja nur wegen dieser geilen Strat. Naja, mindestens zur Hälfte, aber werden sie auf jeden Fall mal auch unter dem Video verlinken, weil zum guten Amp gehört natürlich auch immer eine geile Gitarre. Ich habe schon von Victory den VC35 inklusive dieser kleinen schnuckeligen 1/12er-Box gezeigt. Übrigens ist ein G12H von Celestion drin, einer meiner Lieblingsspeaker. Vielleicht gefällt mir auch die Kombi deswegen so geil. Hier unter ist nochmal der Copper Deluxe. Müsst ihr auch unbedingt mal testen. Wir haben wirklich alle Amps, die ihr euch vorstellen könnt von Victory hier in unserem Amp-Room. Den V40, die Super Judges, den V40 als Lunchbox-Amp, den Super Jack, den Kraken, den Super Kraken. Voll geil. Alles hier testen und diese geile Strat kommt jetzt auch wieder an Haken. Mir Spaß gemacht. Tschüss. Oh.